Ist ja auch egal. Magst du nicht sterben oder so? Ja. Doch, du magst mich sogar mitnehmen. Sehr lieb. Aber dann bin ich doch hier total falsch. Weil, wenn ich zum Thronsaal muss, der ist doch da, wo wir Kailina besiegt haben, ne? Dann wäre es eigentlich logisch, wenn wir eigentlich... Dass ich eigentlich die ganze Zeit komplett scheiße falsch gehe. Und eigentlich nur Sand für den Rückweg bräuchte. Also theoretisch wäre jetzt meine Vermutung. Wir gehen zurück da in den Saal der Sanduhr und so weiter und so fort, ja. Sind in der Vergangenheit alle super glücklich. Mit dem Prinzen, der gar nichts kann. Schafft er das? Danke. Also wir sind dann alle total glücklich und happy und begeben uns dann in den Thronsaal, wenn das da ist, wo ich denke, was es eigentlich sollte. Weswegen ich, Moment, etwas weiter unten, hier, entlang sollte. Alter, läuft das auf 60 FPS gerade krass, ey. Boah. Zeitverlangsamung macht übrigens auch die FPS um einiges langsamer. So, wir speichern hier auf einem zweiten Speicherpunkt, weil... wegen, wisst ihr Bescheid, falls wir falsch liegen, oder falls ich falsch liege mit meiner Vermutung, was ja nicht das erste Mal wäre, ne? So. Gott, das Spiel läuft so flüssig. Wie komme ich zu der Ehre? Ja, Prinz. Wehe, du bist tot. Danke. So. Den Sand möchte ich aber trotzdem gerne aufnehmen. Wetten, es kommt jetzt wieder so ein schwuler Golem. Wie soll es auch sonst sein? Aber nee, heute nicht. Ja, Prinz. Da soll es nicht lang. Also wenn er da oben mich noch kriegt, dann will ich ja auch nicht. Oh, jetzt könnte er mich wieder kriegen, ne? Das ist doof. Aber der kommt da gar nicht auf die Plattform, oder? Ich meine, der ist doch fett. Und groß. Aber gut, fett und groß. Ja gut, ich weiß, es hat nichts... Nein, Prinz, was machst du? Alter, falsche Taste. Fuck you. So, da müssen wir doch zurück. Ach, ich bin doch so ein Idiot. Ich habe doch die Dinger gar nicht mehr aktiviert. Wir probieren es trotzdem. Wir probieren es trotzdem, ob das noch klappt. Was ich zwar nicht glaube. Wir speichern jetzt einfach mal nicht. Oh wow, das habe ich super getimed. Muss man einfach mal so dazu sagen. Da kannst du runter, Prinz. Super. Gib mir meinen Sand. Prinz, schnell. Ich muss meinen letzten Sand verbraten für die Scheiße. Oh. Diese Zeitschalter, ne? Das Dümmste, was es auf der Welt gibt. Naja, was soll's. Och ja, klar, jetzt haben wir noch getroffen, ne? Super, alles klar. Ah doch, jetzt stehen die auf einmal hier wieder. Lustig. Lustig, lustig, tralalala. Bald ist der Prinz wieder da. Bald ist der Prinz wieder da.
Lustig, lustig, tralalala, der Prinz haut euch voll aufs Maul. Denn er kauft sich einen Gaul. Heute Babyreime mit mir. Und springen. Ich hätte wissen müssen, dass es nicht klappt. Wo fangen wir an? Bitte, lass uns wo anfangen, wo lieb. Seid lieb. Spiel, sei lieb. Spiel. Spiel lieb. Spiel, du bist scheiße unfair. So, jetzt wo ich das auch mal geklärt habe. Hauen wir wieder vom Golem ab. Latzen uns hier wieder voll auf die Fräse. Den Sand nehme ich mit. Hier gibt's ja gar keinen Sand. So. Yo, Mann, was geht? Du sollst mich nicht gleich überrennen vor Freude. Hör mal auf mit der Scheiße, nur weil ich eben vor dir weggerannt bin, musst du mich jetzt nicht gleich wegpoken, du Schwanz. Los, Prinz, lauf! Lauf! Run for your life, Mann! Oh Mann. Ich bin echt schon gespannt, wie der Endkampf aussehen wird zwischen dem Dahakar und mir. Wird bestimmt eine astreine Geschichte. Ich hab dir die Eier weggestochen. Fühl dich geehrt. Kein Sand. Komm, wir speichern einfach, weil ich's kann. Ja, ja, sauf du nur, Prinz. Saufen ist gesund. Kennen wir ja. Nee, da. 13.47 Uhr. Das passt von der Uhrzeit her ungefähr. Boah! Hüppa! Ja, jetzt läuft das auf 60 FPS wieder so schnell, dass ich mir denke, yay, und jetzt geht's runter auf die 40 und yay, und alles ist super. Los, schlitzt das Ding weg. Und gib mir den Sand. Denn wir müssen einen Sandbehälter jetzt schon wieder verbraten. Los, Prinz, lauf. Unser Prinz. Ist da Sand drin? Ja, da ist Sand drin. Yay. Irgendwie kommt mir das so vor, als ob die jetzt mehr Sand hier platziert hätten als vorher. Nee, bringen tut mir das nichts, wenn ich schon. Aber es muss doch wieder einen Rückweg geben. Das Spiel muss einen Rückweg mit einkalkulieren. Es muss. Ja, wie wär's, wenn ich einfach hier zurückspringe? Geht doch ganz einfach. Hallo, liebe Freunde. Wie geht's euch? Gut. Das freut mich. Und darüber. Und im Saal der Sanduhr speichern wir nicht, bevor wir hier irgendwie nochmal sterben oder so. Aber das muss doch da sein. Mechanischer Turm und Maske. Mechanischen Turm mussten wir gar nicht so viel machen. Oder war da irgend so ein Secret, das ich holen musste? Na, ist auch egal. Ja, ist ja super. Ah, lauf! Ja, oben können wir ja wieder Wasserschlüssel. Oh, die Stelle, ey. Da war ich schneller als dieses Rohrteil. Also, pack aus. Schnell, Prinz, beweg dich. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Obwohl ich schon, aber du nicht, denn dieses, denn alles hier trachtet dir nach dem scheiß Leben. Obwohl ich gar nicht weiß, was an deinem Leben so toll sein soll. Ehrlich.
Da schaffst du Prinz. Wir sind hier echt richtig. Hier hat sich was geöffnet. Das will mir nicht gefallen. Das mag mir einfach nicht gefallen. Wetten, jetzt kommt der Dahaka und will uns wieder an die Eier gehen oder so. Ich hätte da sowas von gar keinen Bock drauf. Aber ich kenne das Spiel inzwischen. Ich hab's kennengelernt. Beim ersten Date. It's Dahaka time. Nee, doch nicht. Was auch immer das gebracht hat. Wie muss ich die Kacke denn jetzt bitte machen? Was? Wie soll das gehen? So. Hä? Ah, ich muss da rechtzeitig... Oh mein Gott, wie kacke ist das denn? So was hat es im ersten Teil nie gegeben. Das hat es im ersten Teil auch nicht gegeben, aber... Ihr wisst, was ich meine. Das Prinzip ist schon scheiße vom Spiel. Da oben will ich nicht mehr lang, da oben hängen habe ich schlechte Erfahrungen mit. Aber für was muss ich das Teil hier drehen? Für was muss ich dich drehen? Dich drehe ich bis dahin und dann ist gut, oder was? Ich verstehe es nicht. Schneller! Weißt du, jede Säge bewegt sich so kacke schnell und die hier... Was musst du hier tun? Bitte erklär es mir. Das kannst du gar nicht schaffen. Ich bin so blöd, ich muss an der anderen Seite entlang rennen. Ja, ja. Die gute alte Erkenntnis. Sie kommt spät. Aber besser spät als nie. Das letzte Sandkorn ist gefallen, aber der Sand der Zeit wurde nicht erschaffen. Obwohl, doch, er wurde erschaffen. Ich habe ihn erschaffen. Denn ich kann ihn immer noch benutzen. Oder so irgendwie war doch der Prinz hat uns doch irgendwas gelabert da von Sand der Zeit und so Scheiß. Wow, wenn man die Tasten loslässt, ne? Komm schon, jetzt mach hin. Oh mein Gott, dieses Spiel! Und dieser Prinz. Was soll ich dann bitte machen? Einfach rüberspringen vielleicht, ne? Ah, oh, diese Mauerlauf-Scheiße, ne? Und diese Spring doch einfach scheiße. Und es fehlt immer noch ein Sandbehälter. Das verunsichert mich immer noch. Das heißt, das Spiel geht noch ewig. Das heißt, wir müssen noch mindestens einmal in die Gegenwart zurück. Nein. Darker fucking time, Alter. Da kann man gar nicht rüber springen. Doch, kann man. Also, was haben wir denn jetzt hier? Der Sand der Zeit. Nach allem, was ich tat, um ihn loszuwerden, verfolgt er mich dennoch. Auch wenn es mir gelingt, die Maske des Todes zu finden, das Schicksal wird mich einfordern. Ich bekomme eine zweite Chance. Um zu scheitern. Oh. Ich übersehe etwas. Ich muss intensiver nachdenken. Da hinten ist ein Riss. Diese Wand? Ja. Sie ähnelt der, die ich auf dem Weg aus dem Kerker sah. Echt? Früher funktionierte das. Ja, im ersten Teil funktioniert das echt. Ich habe gesagt, wir müssen noch einmal in die Gegenwart zurück, ne? Herzlich willkommen zu... Ach, jetzt können wir uns aber endlich mal dieses Artwork hier holen. Das ich hier verschollen... hab lassen. Aber wir kriegen ja eh gleich an der Zeit aufgefüllt. Und wetten, wir werden direkt vom Dahaka verfolgt oder sowas? Irgendwas passiert. Da hat die gute Kalina den Hebel getatscht. Aber eine Zweitwaffe wäre vielleicht nicht schlecht. Immerhin etwas. Gut.
das letzte Portal, mein Freund. Was wenn Kailina nicht in der Vergangenheit, sondern in der Gegenwart stirbt? Der Sand würde erschaffen, aber der Maharaja hätte ihn nie gefunden. Folglich hätte ich ihn nicht freisetzen können und der Dahaka wäre nicht hinter mir her. Mein Ziel ist klar. Ich benutze die Maske, um Kailina in die Gegenwart zu locken. Dort töte ich sie. Ist doch ganz einfach, oder? Der Typ hat Probleme, oder? Boah, ich töte Kailina ganz einfach noch einmal. Ist doch gar kein Problem. Alter Prinz, echt? Du hast echt einen Knall. Oh, du nicht? Dann gehen die jetzt diagonal? Das wäre auch mal cool. Immer was Neues. Ja, tatsächlich. Dann kommst du. Dann kommst du da hinten. Sehr cool. Und los! Sandstrudel aktivieren! Hey! Mehr Sand der Zeit für mich! So. Komm schon. Ihr erhaltet einen neuen Sandbehälter. Mit einem weiteren Sandbehälter könnt ihr bla bla bla. Das kennen wir doch alle schon. Yeah. Bitches. So, aber ich weiß ja eh, was jetzt kommt, ne? Mr. Dahaka Shit. Wir suchen die Maske, locken Kailina in die Gegenwart, töten sie. Dahaka tötet uns. So einfach ist es. Hallo. Na, wie geht's euch? Moment, ihr seid neue Gegner, ihr seid nicht die Explodierenden. Das will mir nicht gefallen, dass ihr nicht explodiert. Weil dann geht ihr schwerer kaputt zu machen und das ist doof. Aber solange ihr nicht der Dahaka seid, ist es gut. Gefällt mir. Hallo. Na, wie geht's dir so, Hundi? Du willst sterben, nicht wahr? Hab ich auch gehört, ja. Ah, hallo, du da hinten, Hundi. Hab dich schon gesehen, na? Freust dich auf mich? Ja, ne? So. Jetzt, wo wir das auch geklärt haben mit dem Hundi an der Wand, ist alles gut. Wo sind wir jetzt eigentlich? In der Gegenwart im Thronsaal oder was? Oder auf dem Weg zum Thronsaal in die Gegenwart? Dahaka-Time! Der kommt hier eh wieder, um uns fertig zu machen. Der will uns einfach bös an die Waffel. Und mit Waffel meine ich Penis. Was? Hä? Wie soll ich das denn jetzt verstehen? Rüberspringen bringt nichts. Oh! Nimm mal ein Schlückchen. Ja, wenn hier der Hacker kommen würde, wüsste ich, wo ich sicher. Nee, der kann mich ja mit seinen Hentai-Tentakeln da greifen und zusammenwichsen. Gar nicht mal so geil. Wo bin ich denn hier gelandet? Sieht ja überhaupt nicht nach Kampffläche oder so aus. Hallo. Oh, es läuft alles wieder super schnell. Naja, seht ihr nicht, dass man einen Prinzen nicht töten kann? Offensichtlich, der Dahaka kann das noch nicht mal. Ja, er kann schon, ich weiß, das hat er oft genug im Let's Play bewiesen, aber offiziell nach der Timeline hat er mich jetzt noch nicht bekommen. Und das ist auch gut so. Warum werft ihr mit Messer nach mir? Das ist relativ uncool. Warum kommt ihr immer wieder? Das ist auch relativ uncool. Tja, jetzt habe ich da die Waffe weggeworfen, ne? Tja, das Messer nehme ich mir doch nochmal. So, und wo geht's jetzt weiter? Achso, hallo. Ach, guck mal da, Sand der Zeit. Ist mir egal, ich hab genug. Aber wenn ich ihn dann wieder brauche, dann bekomme ich ihn nicht, ne? Das ist immer so. Das ist Prince of Persia typisch. Hör doch auf, mich damit deinen scheiß Messerchen da abzuwerfen, ne?
Noch was? Nein. Rüberspringen, wir haben ja genügend Sand der Zeit. Wenn nicht, liegt da hinten ja noch. Oh, ein Brunnen. Was steht da hinten dran? Da steht auch was. Oh, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ich glaube,